Liebe Studierende, liebe Lehrende der Heinrich-Heine-Universität, die Pandemie hat unser Leben leider wieder fest im Griff und verständlicherweise mehren sich die Fragen, wie es mit der Lehre an unserer Universität weitergehen wird. Nun kann ich auch nicht in die Zukunft schauen. Ich kann Ihnen aber die Linie mitteilen, auf die wir uns im Rektorat nach Rücksprache mit der Taskforce Lehre, aber auch nach Rücksprache mit anderen Rektoren und Rektorinnen der Universitäten in Nordrhein-Westfalen und unserer Ministerin Frau Isabel Peiser-Pönsken geeinigt haben. Wir möchten so lange wie möglich in Präsenz bleiben und daher bitte ich Sie weiter, Präsenzveranstaltungen anzubieten. Dafür gibt es mehrere Gründe. In kaum einer anderen Bevölkerungsgruppe ist die Impfquote so hoch wie unter Studierenden und Lehrenden an Hochschulen. Sie beträgt fast 90% und Stichproben auf unserem Campus zeigen, dass nur ganz wenig Teilnehmende in Lehrveranstaltungen nicht geimpft werden. Außerdem werden wir die Kontrollen auf dem Campus und auch im Gebäude erhöhen und ich werde nicht davor zurückschrecken, Anzeige wegen Hausfriedensbruch zu erstatten, wenn dagegen jemand verstößt. Der Campus ist also vergleichsweise ein sicherer öffentlicher Ort. Außerdem möchte ich an die Rufe nach Präsenz erinnern, die es im Sommersemester gab. Da gab es offene Briefe, in denen gefordert wurde, dass wir zur Präsenz zurückgehen und in denen die Hochschulleitungen aufgefordert wurden, dafür alles Mögliche zu tun. Und das haben wir getan. Und auch die Studierenden und Lehrenden wurden aufgefordert, sich impfen zu lassen. Und auch hier sind ganz viele Studierende und Lehrende diesem Aufruf nachgekommen. Wir sind es ihnen wirklich schuldig, in der Präsenzlehre zu bleiben. Und als Präsenzuniversität und als Bildungseinrichtung haben wir auch den Auftrag, die psychosozialen Folgen, die eine lange anhaltende Online-Lehre mit sich bringt, mit in den Blick zu nehmen. Nichtsdestotrotz ist es mir klar, dass die Risikoabwägung in jedem Einzelfall dazu führen kann, dass ein Studierender oder ein Lehrender nicht mehr an die Universität kommen möchte. Und natürlich ist Online-Lehre erlaubt. Im Interesse der Studierenden bitte ich außerdem alle Lehrenden, so wie es auch wir schon zum Beginn des Wintersemesters getan haben, wenn es für Sie möglich und zumutbar ist, dann stellen Sie auch digitale Inhalte zur Verfügung, sodass die Studierenden, die sich unwohl fühlen, auf dem Campus von zu Hause aus studieren können. Nun bleibt mir nur, Ihnen noch viel Tatkraft für dieses Wintersemester und viel Zuversicht zu wünschen. Und ich bin sicher, dass wir auch noch gemeinsam dieses Wintersemester durchstehen werden und bin sehr zuversichtlich, dass wir dann im nächsten Jahr ein einigermaßen normales Sommersemester vor uns haben. Vielen Dank.